Damit sind wir beim Derby des heutigen Tages. Adler Mannheim gegen Frankfurt Lions. Die Adler zuletzt fünfmal erfolgreich in den letzten sieben Spielen. Ganz anders die Frankfurt Lions. Sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Begegnungen. Für die Frankfurter geht es darum, überhaupt noch die Runde der besten acht zu erreichen. Die Mannheimer wollen ihre Position unter den besten Teams verbessern. Mein Kollege Norbert Grobmeier sorgt dafür, dass sie keine wichtige Szene verpassen. Was waren das schon für Schlachten zwischen Adlern und Lions? Die größte ist vier Jahre her, stellte damals einen Strafminutenrekord auf und bleibt bis heute unvergessen. Von damals noch dabei Tomlinson, Richie und Lucas bei Mannheim, Toni Porka bei Frankfurt und er war der Erste, der ein wenig nostalgisch wurde und nach dieser Szene zwei Minuten aufgebrummt bekam. Überzahl Mannheim. Statistisch ist das eher ungefährlich. Die Adler nur auf Platz 12 der Powerplay-Wertung. Aber Sie wissen ja, Statistiken stimmen eigentlich nie, wenn man sie braucht. John Alston, 1:0. 19. Saisontreffer für Mannheims Tormaschine. Das 10. im Powerplay. Kein DEL-Spieler ist Überzahl effizienter. Richer und Edgerton verbuchten die Assistpunkte. Das 1:0 nach dem ersten Drittel ein wenig schmeichelhaft für die Adler. Frankfurt mit erstklassigen Chancen. Die beste für Woodcroft. Rosati, Hellwach. Mannheim weite Strecken des ersten Drittels unter Druck. Wir wollen geduldig nach hinten spielen, weil wir haben einen Tag frei gehabt. Viele hat Weihnachtsgans gegessen. Und ich glaube, es wird ein bisschen besser im zweiten Drittel. Die Weihnachtsgans, sie lag schwer im Magen. Es dauerte ein wenig, bis wieder Tempo im Spiel war. John Alston macht fast sein zweites Tor. Offensive Adler. Jetzt aber aufgepasst, der Konter der Lions. Fehler Heinz. Craig Woodcroft mit dem Ausgleich. 28 Spiele musste er auf dieses Erfolgserlebnis warten. Endlich das Pech vom Schläger geschossen. Die defensive Arbeit geschwänzt hatten Heinz und Edgerton. Gendron und Woodcroft freuten sich. Für Nostalgiker gab es in Minute 28 wieder was zu sehen. Pascoe und Lefebvre mussten für je 2 plus 2 Minuten raus. Ein paar Minuten später wurde das Südwestderby ein Stück weit mehr seinem Ruf gerecht. Girone kassierte eine Matchstrafe, besonders bitter. Frankfurt war schon in Unterzahl. Stefan Mann saß draußen, 5-3 Situation für die Adler. Wieder Gelegenheit, die Bilanz aufzubessern. Die Frosin. Die Führung in Minute 32. Schon beim 4:1 am Freitag in Kassel trug er sich in die Schützenliste ein. Machte dort sein erstes Saisontor. Hier sein zweites. Zwei Minuten später wieder die Adler. Jetzt in ihrer stärksten Phase. Gordy Heinz. 3:1. Viertes Saisontor für den 34-Jährigen. Bemerkenswert, die Vorlage kam vom jüngeren Bruder. Wayne Heinz markiert seinen 16. Saisonassist. Damit stellt er seine Vorjahresbilanz für die Barons ein. Drittelpause, das volle Mannheimer Haus wartete auf mehr Weihnachtsgeschenke. Und die gab's noch. Ron Pascoe. Christian Lucas, 4:1. Wenn's einer verdient hatte, dann der 31-jährige Ex-Kaufbeurer. Sein 500. Spiel war es heute in der höchsten deutschen Spielklasse. Er krönte das Jubiläum mit diesem Treffer. Kaum Gegenwehr in der Fachabteilung Abwehr der Lions, Conti allein gelassen. 3 Minuten vor dem Ende nochmal Überzahl Lions, Brad Bergen draußen. Keith Aldridge kommt gleich an die Scheibe. 2:4. Victor Gervais hatte die Kelle noch dran, machte sein 7. Saisontor. Peter Obreser versuchte nochmal alles, nahm Conti raus und musste noch das 5. Tor der Mannheimer über sich ergehen lassen. Luschko an den Pfosten, Ron Pascoe bedankte sich für Saisontor 9. 5:2, Mannheim feierte den 5. Sieg im 6. Spiel. Noch schöner ist es für den Adler-Fan, wenn die Lions so richtig auf die Hörner genommen werden. Naja, das war doch ein munteres Spielchen. Abwechslungsreich, einige Tore, die Zuschauer hatten was zu sehen und Ihnen zu Hause hat es hoffentlich auch Spaß gemacht. Bei mir im Studio jetzt hier beim DSF, Markus Kuhl, der Manager von Mannheim. Herzlich willkommen, Herr Kuhl. Ja. Schönes Tor oder schöne Tore und eine schöne Serie, sage ich mal. 6 Siege aus den letzten 7 Spielen. Ist das jetzt endlich der Weg hin an die Spitze der Liga? Das weiß man nicht, aber wir haben, wie gesagt, die letzten Spiele sehr gut gespielt. Wir fangen an, sehr kompakt zu spielen und sehr viel Geduld zu beweisen.
Wir rennen nicht mehr ins offene Messer, sondern wir warten einfach ab und spielen dann eben bei Überzahl oder bei den wichtigen Situationen im Spiel unser Können aus. Und wenn wir so weitermachen, denke ich schon, dass wir uns oben festsetzen können. Eine Schwäche aus meiner Sicht heute, ich habe notiert, in der 13. Minute erst die erste handfeste Torchance. Müssen da die Spieler noch dran arbeiten? Ja, es gab Spiele, wo wir sehr gut gespielt haben, die ersten 10 Minuten schon 20 Schüsse aufs Tor hatten und das Spiel 1-0 verloren haben. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass die Mannschaft einfach sehr viel Geduld beweist, dass sie das System des Trainers einfach jetzt anfängt umzusetzen und eben die Chancen zwar weniger sind am Anfang, aber dann doch eben die Tore im richtigen Augenblick fallen. Bleiben wir noch einen Moment bei den Schwächen. Im ersten Drittel ist mir aufgefallen, relativ viele oder wirklich viele Stockfehler, Puckverluste im Verteidigungsdrittel. Womit hing das zusammen? Ich denke, dass das heute jetzt mal im Speziellen mit dem Eis zusammenhängt, weil heute Nacht sind die Eismaschinen ausgefallen und das Eis war sehr weich und man hat auch gesehen, dass die Scheibe sehr viel springt und das kommt unserer Mannschaft eigentlich, die sehr technisch begabt ist oder in der viel Talent steckt, eben nicht entgegen und somit kann es schon passieren, dass die Scheibe mal verspringt oder dass ein Spieler hinfällt und die Zuschauer meinen, die Schlittschuhe wären falsch geschliffen. Wir haben uns vorhin im Kollegenkreis ein bisschen unterhalten, so Mitte des Spiels etwa, als das 3-1 gefallen ist, war unser Eindruck, die Führung ist um ein Tor zu hoch ausgefallen. Am Ende der Sieg geht aber in Ordnung. Ihr Resümee? Ich denke, dass über das ganze Spiel hinweg der Sieg in Ordnung geht, weil wir nicht viele Torchancen für Frankfurt, also hundertprozentige Torchancen zugelassen haben, eben nur durch kapitale Fehler, die wir gemacht haben. Ansonsten haben wir das Spiel meines Erachtens kontrolliert. Wir waren ein sehr starker Mann, wir haben die Räume eng gemacht und haben in den entscheidenden Situationen, in Überzahlsituationen eben die Tore geschossen, was uns vorher, als wir noch nicht so eine Serie gespielt haben, nicht gelungen ist. Gut, die Hälfte der Vorsaison ist vorbei. Sie hinken Ihrer Favoritenrolle, die Ihnen vor der Saison aufgedrückt wurde, zu Recht aus meiner Sicht, deutlich hinterher. Was ist Ihr Ziel für das letzte Drittel der Saison, bevor es in die Playoffs geht? Ja, unser Ziel ist ganz einfach, unter den ersten vier Mannschaften zu landen und eben um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen bis zum Ende. Das war unser Ziel Anfang von der Saison und da hat sich auch nicht viel dran geändert. Zählen die DEG und die Huskies aus Kassel für Sie zu den direkten Konkurrenten? Ich glaube, jede Mannschaft in der Liga von 1 bis 14, sage ich mal, ist in der Lage eben jeden zu schlagen. Und wir fangen jetzt langsam an zu lernen, wie wir die Gegner auch zu Hause schlagen. Wir haben aus 12 Spielen jetzt heute haben wir 5 verloren. Das ist nicht typisch für uns, sondern wir sind normalerweise sehr heimstark. Mit der Auswärtsbilanz sind wir etwas mehr zufrieden. Aber ich denke, wenn wir auch im Friedrichspark hier so defensiv antreten, dann werden wir noch einige Spiele gewinnen. Wunderbar. Dafür drücke ich Ihnen die Daumen. Toi, toi, toi für die Adler aus Mannheim. Danke, Markus Kuhl. Danke.